Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Jürgenfeld. So, wir starten, schalten an, jetzt geht es den Pappeln an den Kragen rein. War zwar nicht gerade der qualitativst beste Reim, aber ist nun mal so. Irgendwie wieder gesprochen, die Nacht rein, habe ich den Eindruck. Wenn ich das Feld runter habe, geht wieder einige Zeit. Das kommt ja auch runter. Das kommt hier runter, alles. Oder lasch das so große Feld erstmal noch mal Sojabohnen und mache das kleine Feld mal Weizen. Ich brauche Weizen aus Weizen oder Gerste für die Saatgutherstellung. Ich will nicht ans Fahrrad bauen. Dum-di-dum-di-dum. So, 73% haben wir. Gucken wir mal, was wir vorne sind. Ich vermute mal, da müssen wir Hexer da erstmal abschnallen. Und wenn die Abschaltung wegbringt, gibt ja auch noch mal ein bisschen Kohle. Das zeigt vorne die Masse, aber es gibt 3 Geld 50, sagen wir mal so. Was denn zusammenlegen? Hab ich schon so? Ich will mal gucken. Ich hab den Pachtmut drauf. Gut. Wenn mir nochmal fällt, dann Pachtmut. Weizen und Co. mache. Er sagt, und dann noch habe ich vorne sogar. Ein kleines Weizenfeld pachten, passt das, denke ich mal. Sich abkuppeln, nach Rand fahren, ausmachen. Dem da rückwärts ranzaubern. So, und auf geht's. Hackschnitzel wegfahren. Plan drin, damit das leichte Zeug nicht mehr wegfliegt. Die sind ja doch relativ leicht, die Holzsplitterchen.
gucken, wo kriegt man den besten Preis für das Zeug. Hack und Schnitzel. Beim Holzpäler, wo ist der? Irgendwo da hinten. Nicht mehr so weit. Viel Spaß, wie wir das hier gelöst haben. Ganz ehrlich, ich suche jetzt nur, wo das hier hinkommt. Die 3 Euro ist mehr, die sind noch zu beladen, sind die auch wieder weg. So und so, also kurz hier abgestellt. Oh, es ist schon ein. Oh, es ist bestellt. Ne, hier fahren wir nicht drüber, kriegt man jetzt auf die Mappe. Ist nicht mehr brach liegen, wie das zum Beispiel hier drüben. Es scheint jetzt wieder gekuppert oder wenn oder sogar bestellt zu sein. Schon mal gelegt, dass wir meinen Schlepper da runterfahren da hinten. Selber machen. Nachdem wir hier gedreht haben noch. Ich muss mal hier ein bisschen was Seite schubsen. Damit das passt, jetzt wo ich mich hier hinstelle.
alle nicht an, die wir einschalten können. Und da es jetzt so gut geht, hier mit dem Enten anhängen, brauchen wir Helm. Wir müssen nur alles reingewinnen. Auf die Pacht von dem Ding. So bis 10.000 Euro. Sag ich jetzt mal. Schließt man Schenkel, das ist schlecht. Alles Geld, was so stehen bleibt. Dann wird zusammengelegt, der Feld. So, die Folgen hier. Das Bild tritt die Folge schon wieder. Und ergiebig sind die Pappel, keine Frage. Noch knapp mal zwei Runden, schon knapp zweite Runde jetzt bin ich vor und schon fast für den Anhänger voll. Das habe ich nicht unbedingt sonst bei jeder Frucht von der Ertrags, vom Ertrag her. Doch, nur bei 90 wieder. Falle, im Flug hängen geblieben, egal. So, let's go. Kleines Ruhe abgeben. Jetzt brauche ich mal ganz kurz ein Stück noch die Pappeln. Ich habe noch auf den Bogen gewickelt, weil ich die
weil ich geguckt habe, wo der grüne Streifen ist. Wir haben gerade gefunden, irgendwo da oben. Im Sägewerk. Da hinten oben ist er. Oder der Weg hier vorne ist mehr. Wenn ich den Gegenstand irgendwann mal wegreißen und mir eventuell, wenn ich die Kohle habe, für die Mini-Hofpflege erholen. Dann kostet er 200.000. Bis 200, 250.000 kostet das Teil. Die 5 kW Anlage. Aber erstmal machen wir hier. Kassala. Sehr hier. Sekunde kommt. Naja, also gar nicht. Ja, waren vielleicht 3, 4 oder 3, maximal 3, 5 gewesen. Macht's gerade nicht fett. Bin ich persönlich. So, solange es noch trocken ist, machen wir mit den Fällen weiter. Keine Frage. Salah. So, Dilly, aber ich sehe gerade, wir sind wieder am Folgenende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jase.